Arminia Torwart, Stefan Ortega Moreno. Nervt es ein bisschen, dass man auch mit 40 Punkten in der zweiten Liga die Saison immer noch nicht gerettet ist? Ja, schwer zu beurteilen. Die letzten Jahre hatte ich es persönlich ja nicht so. Deswegen komplett neues Gefühl. Aber natürlich, ich glaube, dass es so wie es jetzt ist, schon sehr, sehr angenehm ist für uns, weil wir ein gutes Polster haben und ohne wirklich großen Druck jetzt in die Spiele gehen können. Ich glaube, wir können die Spiele wirklich richtig genießen, weil wir jetzt wissen, dass wenn wir das Spiel jetzt am Wochenende verlieren sollten, sind wir nicht abgeschlagen Letzter oder Vorletzter. Deswegen glaube ich, dass es vielleicht auch noch ganz gut sein kann, um die letzten Spiele auch nicht zu vernachlässigen. Wenn man jetzt gewinnt am Samstag, könnte man dann innerlich so einen kleinen Haken hintermachen, hinter den Klassenerhalt? Ja, ich glaube schon, aber dann sind es ja immer noch 4 Spiele, wo man viele Punkte holen kann. Deswegen glaube ich, sollten wir auf gar keinen Fall und zu keinem Zeitpunkt die Saison irgendwie abschenken, auch wenn wir am Wochenende gewinnen sollten. Du überzeugst mit einer ziemlich konstanten Leistung diese Saison. Jetzt waren es die letzten 3 Spiele 7 Gegentore. Das ärgert einen Torwart, glaube ich, ganz besonders, oder? Ja, natürlich. Ich hatte es ja schon mal gesagt, jedes Tor ist dann irgendwie wie eine persönliche Beleidigung. Ich glaube aber trotzdem, im Allgemeinen machen wir es im Defensivverbund richtig gut. Glaube ich, ist normal, dass man dann auch mal Spiele dabei hat oder Phasen, wo man vielleicht mehr Gegentore kriegt als sonst. Ja, deswegen wird es, glaube ich, dann mal an der Zeit, dass wir am Wochenende wieder zu Null spielen. Diese Leistungen, die machen natürlich aufmerksam auf einen. Hat schon mal ein Bundesligist angeklopft oder gefragt, ich meine, oder ist das Ziel überhaupt mal Bundesliga zu spielen? Das hat ja sicherlich jeder Profifußballer. Das Ziel ist es definitiv. Ob wer angeklopft hat, weiß ich noch nicht. Für mich ist wichtig, dass ich die Saison gut zu Ende bringe, mit guten Leistungen also auf mich aufmerksam mache. Aber mein Ziel ist es natürlich irgendwann mal Bundesliga zu spielen. Aber wichtig ist jetzt einfach, dass wir die Saison gut zu Ende bringen. Was wird das am Samstag im Spiel gegen Aue? Ich hoffentlich ein schönes mit 3 Punkten für uns. Alles klar, vielen Dank.